Guten Abend. Sie haben doch nichts dagegen, dass ich mich zu Ihnen setze? Na, bitteschön. Ich hätte gerne ein Gläschen Sekt mit Früchten. Charlie, zwei, Wodka. Sie trinken doch einen Wodka mit? Nein, danke, Wodka ist mir zu stark. Bitte. Aber wie Sie so gebaut sind. Sind Sie übrigens auch Hotelgast? Nein, ich war im Kino. Ich bin nur mal auf den Sprung hier reingekommen. Ah, oh, zum Wohl. Oh, danke schön. Ach, in so angenehmer Gesellschaft schmeckt sich doch gleich ganz anders. Ja. Ja, trinkt sich besser. Ist überhaupt ein schönes Hotel, eine nette Hotelbar, ne? Sehr, sehr nett, ja. Ich wohne immer hier, wenn ich auf Dienstreise bin. Es sind so angenehme Zimmer, so weiche Betten, wissen Sie, mit Bad und so. Aha. Wissen Sie übrigens, dass man ganz selten so gut angezogene Männer wie Sie findet? Oh, Sie machen mich ja richtig ein bisschen verlegen. Das ist ja. Was glauben Sie, was in diesen Hotelbars manchmal so rumsitzt? Die Gittigit. Die Gittigit? Das ist richtig angenehm. Ja. Ist der Schlips von hier? Nein, der ist geschickt. Geschickt gebunden, mein Geschick. Also, nicht der. Und das Hemd ist aus Seide, ja? Oh, bitte. Oh. Ist was? Ja, kitzlig. Ich bin. Ach, kommen Sie, wir tanzen ein bisschen, ja? Ja, ja. Ja. Hier bin ich, hier bin ich. Spüren Sie was? Nein. Oh, spüren Sie denn nicht den Funken? Einen Funken? Nein. Aber haben Sie denn keinen Wunsch? Oh ja, ich würde mich gern widersetzen. Schon wieder da, zum Wohl. Dankeschön. Wissen Sie, Männer mit so grauen Schläfen, die mag ich ungeheuer leiden. Ja. Ja, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Aber Sie sind doch mal gerade erst gekommen. So schüchtern. Ja, gebratenes Rind scheut das Feuer. Oder warte mal. Nee, das heißt, lustig sind Sie auch noch. Ich möchte gern zahlen, bitte. Ist doch alles schon erledigt. Was denn? Sie haben für mich bezahlt. Ich hab da eine ganz fabelhafte Idee. Ja, aber machen Sie sich jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Nein, wir plaudern noch ein bisschen bei mir oben auf dem Zimmer. Ich habe da ein Fläschchen kaltgestellt. Nein, so etwas mache ich nie. Aber nur ein halbes Stündchen. Na ja, das kenne ich und dann geht's die ganze Nacht. Nein, nein, das... Aber es passiert doch nichts. Also nicht böse sein, ich muss wirklich gehen. Also gut, dann wenigstens noch einmal zum Schluss möchte ich Sie küssen. Küssen? Ja, also wenn Sie mich dann gehen lassen, bitte aber nur auf die Wange. Ja. Ja. Was fällt Ihnen denn ein? Sie geben ein paar Schnäpschen aus und nehmen sich gleich alles raus? Also, ich möchte wirklich wissen, wann endlich kommt die Zeit, wo ein anständiger Mann abends allein in eine Bar gehen kann, ohne dass jede Frau gleich denkt, sie kann ihn vernaschen.